Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit Voucher und mit dem Alderle. Zeig dich, mein Freund. Egal, wo du hier hinklickst, überall kennen dir nun eins schöner als andere. Leute, was ich gerade gesehen habe beim Einloggen, neuer Level verfügbar. Wir waren Level 100, wir erinnern uns, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, was das ist. Level 100, einen Punkt zu vergeben. Haben wir nur den Punkt nicht vergeben oder gibt es plötzlich mehr Level, Leute? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich würde ja sagen, wir sind Level 101, Leute. Wieso bin ich jetzt Level 101? Ich habe nichts verstellt, ne? Normalerweise, meines Wissens nach, geht es bis Level 100. Hat da jemand einen Tipp für mich, was hier los ist? Alterle, wieso bist denn du Level 100? Leute, keine Ahnung. Oder habe ich irgendwas freigeschalten, von dem ich nichts weiß? Oder ist das hier anders wie auf Aberration? Auf Aberration war das Cap 100 und ich habe nichts umgestellt. Gerne einen Hinweis von euch dazu. Das würde ich nämlich dann schon wieder zurückstellen. Falls hier irgendwas verrutscht ist, dann war es auf jeden Fall unabsichtlich. Leute, ich freue mich, dass ich wieder hier bin heute. Das wissen ja die meisten gar nicht, wenn ich jetzt sowas sage. Ich war ja gestern erst hier. Ich hatte ja vorproduziert wegen der Gamescom und heute ist das erste Mal, dass ich wieder einen Clip mache, dass ich nach der Gamescom wieder was aufnehme. Und zusätzlich komme ich gerade eben aus dem Büro, also aus dem Geschäft. Ich bin momentan in der Verwaltung stationiert und ich bin heute so froh, dass ich da raus bin, Leute. So manch ein Verwaltungschef meint ja, er ist das Tier der Welt. Und wenn du dann natürlich von deiner Arbeit hingeschickt wirst, da kannst du ja dann auch nicht gerade frei Schnauze sagen, was du so denkst, ja. Habe ich mich heute zusammengerissen und habe dann die ganze Zeit gedacht, okay, noch ein paar Stündchen, dann bist du raus, dann gehst du heim, lockst dich erstmal in den Canyon ein, begrüßt alle und lässt dich erstmal fallen. Heute war es schon wirklich grenzwertig. Aber, weil ich es jetzt gerade anspreche, der Infoclip, den ich angekündigt hatte Ende Mai, der kommt jetzt dann in KW 35, also in der letzten Augustwoche, Leute. Da packe ich dann auch so ein bisschen was mit rein. Streiten die schon wieder? Ey, da knallt's schon wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, gegen was kämpft denn ihr schon wieder? Mann, 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 Mann. Ich muss hier auf jeden Fall die Rampe fertig ziehen, ne? Also, ich packe da ein paar Infos rein zu meinem Job und wie es gelaufen ist und wo es hingeht, wo wir stehen und so. Das kommt jetzt alles im Infoclip. Da wird dann auch thematisiert das Thema Streams. Die ersten Teststreams gehen auf jeden Fall jetzt im September los. Schon zur Orientierung für mich halt, ob das was taugt, ob das Spaß macht. Dann müssen wir auch mal gucken, kostet ja auch Zeit, wie wir das tatsächlich alles unter einen Hut bekommen. Dann packe ich da so ein paar Infos zusammen auf jeden Fall. Da gibt es dann auch eine Information, wie das mit der Supportmöglichkeit dann sein wird, die werde ich wahrscheinlich nach dem September aber erst starten und dann schwallern wir jetzt hier nicht weiter, sondern steigen ein in unsere Runde, Leute. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Ich möchte die Rampe aufbauen, die Tiere hochbringen, der Rex muss weg und wer sich erinnert, da drüben, komm, wir gucken mal, ob der noch da ist. Ich muss mich auch erst wieder ein bisschen, schon wieder, momentan hat alles ein Level, aber ich war einmal nicht da, was ist denn da los? Hey, Level 101, Leute, da stimmt doch schon wieder irgendwas nicht, oder? So, pass auf, hier ist natürlich voll das Action-Spinno-Gebiet. Der Spino zum Beispiel, der muss ja schon mal von vorne weg, muss das Zeitliche segnen, wenn ich diesen Stego holen will, den ich da einst sah. Und der ist immer noch da hinten, Leute. Die Frage wird natürlich sein, wie reagiert der junge Mann, wenn wir den zähmen? Weil ich müsste eigentlich fast den Greif holen, ne? Dann könnte ich den vom Greif aus machen. Welches Level hast du? Nicht, dass ich dich vorziehen muss, Alterle. 150er Female Spino, Leute. Alles klar, totale Planänderung, absolute Action. Wir gehen rüber, den holen wir uns, oder? Das wäre ein super Wächter. Außerdem kann ich den Stego dann auch hier rüberziehen. Hey, pass auf! Wer klemmt denn hier drin? Im Moment sehe ich doch die Schlucht gerade und wir wollen ja über der Schlucht sowieso bauen. Oh, man soll doch immer seiner Nase nach. Pass mal auf, Leute. Pass mal auf. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Ah, das ist gar nicht meine Schlucht. Das hier ist unsere Schlucht. Oh Leute, dann bauen wir hier eine 10-Box rein, in diese Schlucht. Hier bauen wir eine 10-Box rein. Ist ja gleich passiert, haben wir zufällig alles da? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, übrigens mal als kleiner Hinweis, ich werde natürlich auch ein bisschen über die Gamescom dann schwätzen. Allzu viel habe ich nicht erlebt, das wird erst nächstes Jahr für uns interessant. Da habe ich mir dann vorgenommen, dass ich auch zwei, wahrscheinlich drei Tage hingehe. Da werde ich dann auch ein kleines Berichtle machen und so. Ich war nicht wirklich lange dort. Wir sind da rein, haben die Hallen durchgelaufen, haben ein bisschen was angeschaut und sind dann eigentlich nach Köln rein zum Essen. Mein Kumpel und ich, oh, ich habe so einen guten Burger gehabt, Leute. Da kann ich ja ein bisschen dann thematisch was mit reinnehmen in den Clip. Nächstes Jahr machen wir da ein bisschen mehr, ne, auf jeden Fall. Das kündige ich dann auch rechtzeitig an. Der ein oder andere kann ja dann auch, der eh auf die Gamescom geht, da können wir uns auch mal treffen, da trinken wir was zusammen oder so. Das aber alles erst im nächsten Jahr. Dieses Jahr bin ich es mehr, da bin ich ja einfach abgeschlappt. Ich weiß jetzt aber auch schon immer, wie ich da jetzt drauf kam gerade. Ich wollte den Zehmkäfig bauen. Zurück zum Thema. So, wie gesagt, ich packe das alles in den Infoclip und bald streamen wir ja. Da können wir dann wirklich schnacken, Leute, so richtig. Da können wir dann reden, verstehst du? Da freue ich mich auch drauf.
Lehm, tun wir mal hier rüber. Stein tun wir hier rüber. Jetzt pack mal alles mal hier rüber. Das kann auch wieder weg. Zähmzeug lassen wir da. Ein Spinno ist normalerweise einer, der Rohrmatten frisst, ne? Pass auf, Leute. Daneben auf jeden Fall die großen Gates. Das ist klar, wenn wir da drüben eine Schlucht zumachen. Lalali, lalala. Genau, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf komme, weil ich ja immer so zwischendurch als mal singe. Und dann höre ich immer in den Kommentaren: Oh, wow, jetzt haben wir wieder einen Ohrwurm. Ich empfehle euch, geht auf die Messe. Ich stand da bei einem Stand an und seitdem habe ich einen Ohrwurm, Leute. Gefühlt schon über 24 Stunden singe ich Say My Name, Say My Name. Kennt ihr das Lied? Das kam da und ich habe es nicht mehr aus dem Kopf gekriegt seitdem. Ich freue mich schon auf meine The Forest-Aufnahme gleich, weil da werden nämlich neue Ohrwürmer produziert, eigene vor allem. So, pass mal auf. Stegole, wenn ich jetzt hier zumach gleich, willst du dann weiter oder bleibst du? Überleg dir, was du willst, kleiner Stegomego. So, ja, ich komme doch schon wieder. Ich muss das rauskriegen. Ich brauch keine fremde Ohrwürmer. Ich hab selber Ohrwürmer. So, Alter, pass mal auf mit K. Ich muss mich tatsächlich ein bisschen einspielen. Es ist mal total ungewohnt, wenn du deinem normalen Flow eigentlich immer dieselben Tage so hast, ein bisschen deine Routinen und plötzlich ist alles anders, ne? Ich freue mich echt, dass es hier weitergeht gerade. Pass mal auf, setz das mal so hin. Jetzt hast du Glück gehabt, dass da nur eine nette Tür drin war, verstehst du? Können wir davon ausgehen, dass die auch erstmal provisorisch ist, Leute? Die Box? Würde sagen ja, ne? Die Frage ist nur, weil. Aber hier kommt ja normalerweise nichts durch. Aber das kann ich ja zumachen. Das können wir zumachen an der Seite. Ich überlege gerade, ob ich es nochmal wegmache. Ja, wenn wir das schöner hinsetzen, dann ist es doch besser. Ich will den Spinno. Leute, ich will den Spinno. Jetzt habe ich voll Bock drauf. 150er. Das ist mal Max-Level, ne? Der wird auf jeden Fall Max-Level haben. Pass mal auf. Ich ziehe das mal noch hier rüber. So, guck nochmal eben rein, Alterle, ob das einigermaßen so. Setz das mal so hin. Wichtig wäre für mich tatsächlich, dass wir seitlich. Dich mache ich natürlich weg, ne? Ich meine, du kommst ja hier eh nicht mehr alleine raus. Du schnappst ja schon nach Luft, Alterle. Also wenn wir hier durchkommen, können auch Tiere durch, die unsere Größe haben. Ah, Mist. Komm, jetzt zieh es nochmal weg. Ich muss zurück. Ich muss sofort wieder in die Entschleunigungsphase eintreten, Leute. Es rennt uns ja nichts davon. Pass mal auf. Pass mal auf. Nochmal K gedrückt. Also, ich ziehe das hier so hin. So, ein bisschen weiter rüber. So, Alter, jetzt hier nochmal rein. Ein bisschen angeschrägt. Ja, so ist doch cool. So würde ich es hinsetzen. Tür rein. Und dann wird es schon passen. Parenga. So, meine Lieben. Jetzt kommen wir seitlich nicht mehr vorbei. Den können wir aber auch eigentlich lassen hier. Oder? Was meint ihr? So als Begrüßungskomitee. Ich finde gut, vielleicht zähmen wir irgendwann. Hast du jetzt echt einen Ton gemacht? Und hier kommst du nicht durch, Alter, ne? Super. Perfekt, Leute. Also, zweites Tor noch aufgesetzt, dann holen wir den Spinno gleich. Und schon ist der Plan wieder ein anderer, aber 150. Wenn wir den stehen lassen würden, da wären wir echt selber schuld, oder? Abreißen, nee, switch to manuell. Perfekt. Und jetzt würde ich gerne, weil das ja sich hier drin bewegt, ich bin mal gespannt, ob wir wieder so eine Kletterziege erwischen. Ach so, ich müsste dann von oben runterzähmen. Das müsste ich aber erst noch abchecken. Ich sehe das aber schon, dass das hinhauen wird. So geht's los, ne? Wenn da mal was sieht, der Alte, dann ist meistens vorbei. So, K gedrückt, dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, ich würde sagen, wir machen das gar nicht groß. So würde ich sagen, einfach mal. Und jetzt gucken wir mal seitlich, ob wir da durchkommen. Spinno kommt auf keinen Fall durch. Also den können wir jetzt hier ruckzuck herziehen. Würde ich sagen, machen wir auch gleich. Es sei denn, ich habe keinen Raw-Matten mehr. Muss ich kurz gucken. Wenn wir Raw-Matten hat und der Fackel ist schon wieder kaputt, Alterle. Warst du wieder heimlich unterwegs? So, jetzt pass auf, jetzt wird's interessant. Ich sehe hier keinen Raw-Matten. Das ist natürlich scheiße. Jetzt müssen wir kurz hochgucken, ob ich oben welches habe. Wenn nicht, müssen wir tatsächlich in die Höhle. Den Spinno pulle ich aber vorher natürlich, ne? Müssen wir kurz den Kombibau, Leute. Aber wir haben ja jetzt die Teleportmöglichkeit uns bereits freigeschaltet. Insofern, dass hier der Teleporter sitzt. Also können wir von hier auch kurz rüberporten, das Zeug holen, was wir brauchen. Ich gucke nochmal ganz kurz rein, aber hier war kein Matten, ne? Jo, komm, den holen wir uns. Ich pull den mal eben. Das muss ja jetzt drin sein. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir gut positioniert sind. Ja, ein 150er. Unser erster Wächter. Richtiger Wächter. Der Stego war ja schon so ein bisschen. Er ist halt ein Stego, ne? So, Leute, wo ist der Spinno hin, der Große? Der knüppelharte 150er. Das da vorne wird das sein, oder? Ja, das ist er. Den möchte ich gerne. Den möchte ich echt gerne haben. Schon alleine wegen der Powerness. Hallo. Grüß Gottle. Kommen Sie mal mit rüber. Oh.
Oh, der hat Speed im Wasser, Leute. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, der Speed, den brauchen wir hier zum Perlenfarmen. Verstehst du? Geschwind rüber, absteigen und Action. So, Alter, land mal hier am Rand, dass der das Gefühl hat, der kann dich gleich holen. Oh, jo, der kommt da. Da kommt er, Leute. Es war klar, jetzt kämpft er hier gegen den erstmal. Hast du noch zufällig eine andere Fackel, bis die fertig sind mit Kämpfen? Jo, Alterle, heute ist dein Tag, oder? Hast du einen guten Tag gehabt, Alterle? Man muss ihn hier ab und zu fragen. Komm, wir helfen mal kurz dem Spinno. Geht's dann doch ein bisschen schneller. Und vor allem kannst du ihm dann auch gleich das Fleisch wegnehmen. Au, oh, Spinno, tust denn du? Was tust denn du? So, Spinno-mäßig. Der ist drin, ne? Jetzt drehe ich mich hier rum. Einmal E gedrückt und. Oh, wie hat's er rausgeschafft hier? Coole Geschichte. Gratuliere dir durchs Tor wahrscheinlich. Wir haben den gerettet, Leute. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich von hier oben überhaupt runtergeschossen krieg. So, Alter, du musst mich kurz rauslassen hier. Leco mio, das wird ja wieder nichts, was du hier machst. Gut, hier sollten wir auf jeden Fall für die Nachtsehenaktion Licht reinbasteln. Aber, Leute, wie viel Uhr haben wir denn? 18:49 Uhr. Ich würde sagen, bis wir Ramatten geholt haben, bis ich noch ein bisschen an der Steige da drüben gearbeitet habe, sollten wir eigentlich soweit sein. Hier ist er, ne? Gucken wir uns später an, ob wir den gezähmt kriegen hier drin. Aber ich denke schon. Wenn nicht, baue ich es natürlich noch ein bisschen aus, ne? Dass wir so einen seitlichen Weg haben, wo wir rein können. Ist jetzt erstmal so, dass wir den gerettet haben. Jetzt haben wir zwei Tiere. Eigentlich habe ich jetzt schon drei Tiere im Hinterkopf, ne? Wer sich erinnert, den Spinno, den wir gerade gefangen haben. Den Stego, den großen da drüben. Und, um es mal auf Badisch zu sagen, den Spinno und den Stego. Und dann haben wir noch einen zweiten Greifsee mit Level 50, wer sich erinnert. Den wollen wir natürlich auch. Jetzt pass auf, es geht natürlich heute hier weiter an der Mini-Rampe. Da müssen wir ein bisschen Hand anlegen. Stein brauchen wir, Holz brauchen wir und Stroh. Ich guck mal ganz kurz rein, wo wir stehen geblieben waren. Stein haben wir minimal, Stroh haben wir minimal, Holz auch. Also allzu viel Zeug ist nicht da. Haben wir denn auch schon was vorbereitet? Fundamente, die wir jetzt eigentlich nicht brauchen, ne? Pass mal auf, Rampen bis darunter sind es bestimmt 6 Stück, 6, 12, 18. Wir machen mal 20 Rampen, würde ich sagen. Sind sie das hier? 20 Rampen sollt ihr sein, haben sie mir gesagt. 20 Stück. Parenga und Katzenga, 19. 19 ist besser wie nichts. An was wird es fehlen? An Holz wahrscheinlich und Stroh. Farmen wir dann, wenn wir zurück sind. Wir holen uns jetzt Raw Matten. Ich will den Spinner heute als Wächter hier aufsetzen. Wir gehen rüber in Kombibau. Achso, halt, stopp, wir können ja porten. Ich vergaß. Ich vergaß. Dann können wir auch noch kurz hier bleiben, oder? Bevor es ganz dunkel ist, holen wir noch ein bisschen Holz. Der Spinno ist jetzt weg. Holen wir ein bisschen Holz ran, Leute. So, es ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt, wenn du mal 24 Stunden dein in Anführungszeichen Handwerk nicht mehr gemacht hast. Ne? Das ist der Hammer. Vielleicht war ich deswegen heute auch im Büro so angepisst. Weil man einfach schon ein bisschen draußen war, weil ich so, weißt du, im Gamescom-Trip-Fieber drin war. Was denn jetzt wieder? Nein! Die musst du töten, die musst du töten, die nerven nur. Ah, das macht er normalerweise allein, der Agi. Ich würde sagen, ein Baum komplett Holz. Und? Sind wir gewichtstechnisch noch unterwegs? Wir sind noch unterwegs, ist mal noch ein Brocken. Ich sehe gerade. Was kämpft denn der jetzt hier alles? Oh, die kriegt er nicht alleine, ne? Und jetzt holt er sich den Stego dazu gleich. Komm mal her, lass mich mal kurz aufsitzen. Bitte. Freund, Freund, Alter. Lass mich doch einfach aufsetzen. Ich helfe dir. Ich kann es doch viel besser steuern als du. Jetzt hat er es gemacht. Guck mal, er sitzt immer. Ach, die machen auch mir weh hier. Die Hammel. Mach jetzt mit der Axt weg. Da kenne ich jetzt nichts. Haben wir nicht irgendwo auch ein Ding gehabt, Leute? Ach, da ist alles voll mit den Libellen und so. Wo ist denn das Ding hier? Mach mal auf die 3. Mach mal so. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. So. Haben wir es jetzt? Alterle, du darfst echt, ein Tag Spielpause ist vorbei. Immer schön durchzocken, Leute. Kann ich nur empfehlen jetzt an der Stelle mal. So, haben wir die jetzt alle hier? Die Libellen, die bringen doch auch irgendwas, ne? So, guck mal nach rechts rüber. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen Stroh mitnehmen gleich. Daran hegt es bestimmt auch. Stein können wir ja mit dem Döti farmen. Den haben wir schon hier, Gott sei Dank. Wir müssen mal schauen, Leute. Sobald wir die Rampe haben, bringen wir den Rex rüber in den Redwood und holen uns von drüben dann die Thornies. Die nehmen wir mit rüber, würde ich sagen. Wasser sollst du ein bisschen aufladen vielleicht. Du hast nämlich nichts mehr in deinem Beutel drin. Mach das mal eben, mein Freund. Und wenn es dunkel wird, gehen wir kurz in den Kombibau, schnappen uns die Sachen, die wir brauchen. Und dann ist alles gut. So, mein Freund.
Ja, schön. Es ist einfach hier, mir gefällt es hier, ne? Wir werden hier ganz, ganz viel machen, glaube ich. Was haben wir denn da oben eigentlich für Tiere? Ich habe da gerade einen Kopf gesehen. Lass mal gucken. Kanos. Kanos und Terrorbirds. Ja, ist klar, ne? Da gucke ich jetzt gar nicht genauer. Jetzt hat er seinen Kopf wieder da reingesteckt. Guck mal. Jetzt hat er seinen Kopf hier wieder reingesteckt. Alter, da ist ein Spinno drin. Hast du das nicht gesehen? Bist du ein Akro? Ein Akro-Diplodokus. Hier, da haben wir Leute. Oh, den holen wir uns. Ist jetzt gerade eine Tür aufgegangen? Ich glaube, ich hatte die. Hatte ich die Tür gesichert? Ich glaube schon, gell? So, komm, wir machen noch die eine Rampe fertig, die fehlt. Und dann gehe ich kurz rüber, das Zeug holen. Oh, komm, wir genießen es kurz, Leute. Mach mal die Fackel weg, bitte. Hier. Hammer, oder? Es ist der Hammer. Wie kalt wird es denn im Canyon eigentlich nachts? 6 Grad hier an der Stelle, an der wir sind. Aber ist egal. Hier, ne, wo die Kristalle zu looten sind, da tropft das Wasser runter. Hier die Geschichte. Rüber noch ein Wasserfall. Die große Brücke. Es ist wirklich schön. Einige haben es auch geschrieben. Ich habe die Kommentare im Vorfeld natürlich schon mal angeschaut. Da komme ich jetzt auch gleich dazu, endlich nach der Aufnahme. Ein bisschen was ist ja angelaufen oder angefallen. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Und da haben auch einige geschrieben, es ist halt schon Panorama. Egal, wo du hinschaust, ringsrum. Die Stellen hier sind einfach toll. Und das sehe ich genauso. Es ist wirklich schön hier, ne? So, pass auf, meine Lieben. Hier haue ich es wieder rein, das Zeug. Stroh und das da. Das haben wir auch hier rein. Und dann können wir eigentlich die da gleich reparieren, wenn wir schon dabei sind. Paar Rengale. Eine Rampe hat uns gefehlt. Und ich vermute mal, wir werden wahrscheinlich. Kurz einen Moment, sonst komme ich durcheinander. Nee, was heißt, was fehlt denn? Was fehlt denn? Wahrscheinlich Stein, Leute. Ich nehme an, dass uns Stein fehlt. Wo ist der Dödi? Dödi! Guck mal, du kannst nämlich die Plattform hier weiter abbauen. Da wollen wir nämlich fertig haben. Bin ich dir zu schwer? Ach! Hast du Sand gesammelt? Das habe ich ja gar nicht mehr gewusst. So, alles klar. Kurzer Moment, Orientierung. Oh, heute ist nochmal so warm, aber ich habe gelesen, jetzt es wird kühler, Leute. Es wird kühler ab heute. Ab heute soll es kühler werden. Also ab Freitag tatsächlich. Und da freue ich mich echt drauf. Da freue ich mich echt drauf. Weil es war ja ruckzuck jetzt wieder warm gewesen, ne? Mann, Mann, Mann. So, blauer Lootjob. Wollen wir uns den noch holen, bevor ich rübergehe? Eigentlich ist es wurscht, wie rum was machen. Ich will heute eigentlich eh noch ein bisschen rumgruscheln hier. So, pass auf. Jetzt aber. Noch einmal in Stein rein. Noch einmal auf die Rampe. Und. Jetzt frage ich mich aber gerade wirklich, was fehlt denn uns? Ach da, ich habe ja noch gar keinen Stein gefarmt. Ich habe ja nur gerade den Sand weggeräumt. Alter Schwede, da ist er wieder. Da ist er wieder. Das ist schon immer manchmal komisch, ne? Weil ihr habt mir tatsächlich gefehlt. Aber so vom Ding her dürfte ich euch ja nicht gefehlt haben, weil ich war ja jeden Tag zur selben Uhrzeit da, ne? Wie gewohnt. Durchs Vorproduzieren, Leute. Ist gar nicht so einfach gewesen diese Woche, habe ich gemerkt. Ich muss echt mal gucken, wenn wir noch streamen wollen, wie ich das zeitlich machen soll. Zur Not muss ich die nächsten Spiele, die kommen, abwechselnd machen. Also immer alle 2 Tage eine Folge. Sonst werde ich das zeitlich wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. So, großer Moment. Er bastelt eine Rampe. Jetzt schafft das. Ja, er schafft's. Parenga. So, 6 Stück. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir sie untermauern müssen mit Säulen. Ich würde sagen, wir bauen uns von jeder Säulensorte 5 Stück. Beziehungsweise doch, ja, machen wir mal, was wir auf Vorrat haben, haben wir auf Vorrat. Die 5 haben wir auf jeden Fall schon mal. Und Dreier brauchen wir auf jeden Fall auch 5 Stück. Okay, sind es nur 4. Muss ich schon wieder nachfarmen. Also, wie viel Uhr haben wir? Pass auf, Raw Matten holen wir uns geschwind ran, Leute. Ich muss nur gucken, wo ich den Teleporter hin habe. Tiere sind alle weit genug weg, denke ich mal. Und Teleport. Und Kombibau. So, auch hier nochmal der Hinweis an dieser Stelle, warum ich den Teleporter hier so nutze und nicht irgendwie mitten in der Wildnis mit der Fernbedienung und so. Das möchte ich einfach nicht. Das ist mir dann zu extrem. Ne, also die Teleporter werden aufgestellt an vordefinierten Stellen und da nutzen wir sie dann auch. Und wenn ich dann halt einen Rex habe, den ich da hinlaufen muss, dann ist es halt vom Spielfluss hoch bei mir. Weil ich will's nicht übertreiben mit den Teleportern. Sonst macht es mir keinen Spaß mehr. So, Leute, pass auf. Ramatten war wichtig. Ramatten war wichtig. Wir werden wahrscheinlich auch den nächsten Kühlschrank drüben aufsetzen. Dann haben wir die Geschichte nämlich auch. So, pass mal auf. Und die hier, was haben denn die für eine Zeit, wenn ich die hier drin habe? Die nehmen wir nämlich jetzt auch mit. Ich möchte natürlich schon gucken, dass wir so einen Mikroraptor wieder nachziehen. Weil das hat mir schon leid getan, dass der weg war. Es war nicht ganz so schmerzlich, wie wenn es eins von unseren Tieren gewesen wäre, die wir länger haben.
Aber trotzdem, ne? Muss ja nicht sein. So, ich gucke nochmal ganz kurz rein. Wir haben auf jeden Fall 10 Maschinerie. Wir haben aber nicht mehr viele Betäubungspfeile, sehe ich gerade. Sollen wir die jetzt auch noch nachbauen? Wenn wir da jetzt anfangen damit, dann haben wir einen Anfang. Pass mal auf, Leute. Dann nehme ich schon mal Narkosemittel mit rüber, wenn wir welches haben. Ich denke mal. Hier, Narkosemittel haben wir auf jeden Fall. Narkobären sind erstmal wurscht, oder? Ne, die nehmen wir mit. Die können wir drüben gleich verholzen. Das nehme ich jetzt auch mit. Tu mal einen Mörser rein. Setz mal noch einen Mörser auf, ne? So. Es ist wirklich tatsächlich wahr. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge am Laufen. Vieles gleichzeitig momentan. Und ich muss ein bisschen was abarbeiten, Leute. Sonst komme ich durcheinander. Ihr kennt mich ja. Ich bin so schon immer durcheinander. Und wenn es zu viele To-Dos werden, dann kann das irgendwann, wird es dann unschön. So, wir gehen wieder zurück. Oh. Redwood ist klar. Highland ist klar. Last Remote Location, das wird dann die hier sein, ne? Dann haut's uns wieder zurück in Canyon nochmal. Muss ich noch beschriften? Parenga. Ne, das war's nicht. Das war's nicht. Kombibau war's nicht. Highlands war's nicht. Awesome Teleporter. Na, dann war's der da wahrscheinlich. Ja, richtig. Den letztgesetzten habe ich gar nicht benannt. So müsste es jetzt eigentlich stimmen. Hauptsache mal kurz im Redwood, weißt du so. So, meine Lieben. Passt. Sitzt. Walkstunt Luft. Ich hau das jetzt mal in den Vogel rein, dass mir nichts verkommt. Punkt. Das. Nee, stopp. Das machen wir jetzt gleich als erstes mit dem Messer. Haben wir nicht einen aufgesetzt? Einen haben wir aufgesetzt. Was waren da drin? Zement habe ich da durchgejagt. Da pass mal auf. Dann hauen wir das jetzt hier kurz rein, so lange. Wir müssen allerdings noch Zement machen. Biberdämme können wir leer räumen, weil wir wollen ja die großen Schmieden aufsetzen hier, ne? So, das haue ich schon mal durch. Das sind 126 Stück. Das ist sehr, sehr gut. Spino. Munition. Pass mal auf, da gehen wir jetzt weiter. Wir haben echt nur noch 14 Betäubungspfeile. Ah, dann würde ich schon mal sagen, wir machen uns mal ganz kurz 100 Steinpfeile. Steinpfeile 100. Dann haue ich die durch. Und dann nehmen wir uns noch das Narkosemittel, und das wir ein bisschen auffüllen. Wir können aber so lange mit Darts den Spino machen, ne? Und da habe ich jetzt schon Lust drauf. Das machen wir jetzt nämlich auch. Und beim Spino war es, glaube ich, auf Aberration so, dem musste ich Betäubungszeug nachlegen. Sonst war das zu knapp. Schauen wir mal eben. Siehst du eigentlich jetzt schon den? Muss ich mal gerade kurz gucken, wo der überhaupt drin ist. Ich glaube, da ist die Tür entweder auf. Nee. Sieht ihn jemand? Wir müssen warten, bis es heller wird, ne? Ich muss also den Zähmkäfig ausleuchten, wenn wir den nutzen wollen, ordentlich. Hier ist er. Guck mal, ein schöner ist es, ne? Au. Entschuldigung, Verzeihung. Geht da die Tür immer auf? Nee. Guck mal von hier runter nochmal, Digga. Es ist zu dunkel einfach, ne? Da warten wir jetzt, bis es noch ein bisschen heller wird. Es ist 6.13 Uhr. Ich denke mal, so in 2-3 Ingame-Stunden sind wir so weit, dass wir den sehen. Ansonsten müssen wir uns da was einfallen lassen. Kann sein, dass ich es dann enger bauen muss, dass wir seitlich noch irgendwie reinschlüpfen können, ne? Okay. Okay, dann machen wir erstmal an den Rampen weiter. Wir haben ja genug zu tun. Es ist nicht so, dass uns was wegrennt, ne? Sodele, sodele, komodele. Das sind wir wieder, Leute. Ah, ist es schön, wieder bei euch zu sein. Ich muss eigentlich... Irgendwie sollte ich normal das nächste Mal eine Folge weglassen, damit man das auch merkt, weil ihr wisst ja das gar nicht. Ihr kriegt es ja gar nicht mit, dass ich weg war, so gesehen. Wenn ich es nicht erzählen würde, würde es gar niemand merken, gell? So, Stein haben wir geholt. Sehr schön, den ziehe ich jetzt darüber. Say my name, siehst du, da ist es wieder. Boah, Alter, das ist so übel, das Lied. Die hören da auch nicht auf, die im Kopf rumzugeistern. Jetzt pass auf. Betäubungspfeile, da hauen wir die 100 durch. Das auf jeden Fall. Und hier ziehen wir dann den Stein rüber. Mehr war ja nicht, ne? Holz haben wir alles ausgeräumt soweit. Stein. 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 Oh, der Dödi, der muss noch aufgebaut werden. Der ist noch nicht ganz so fit, ne? Pass auf. Dann habe ich hier alles drin, was ich drin haben will. Wir haben 20 Rampen. Die ziehe ich jetzt auf jeden Fall schon mal rüber. Und die Säulen, die nehme ich jetzt auch schon mal mit. Wenn er noch laufen kann, wäre gut. Dann machen wir nämlich drüben gleich mal weiter. Gerade so, Leute. Den blauen Loot-Drop lasse ich jetzt weg. Da kommen noch genug runter. Vierer Breite. Vierer Breite. Und unten muss aber später ein Tor hin. Unten sollte auf jeden Fall ein Tor hin. Und ich würde es eigentlich viel lieber auf einer Dreier Breite haben. Jetzt gucken wir mal. Wir können ja mit einer Dreier anfangen. Zwei. Drei. Der geht auch noch. Den Stein können wir dann wegbauen, der jetzt hier durchguckt. Der muss hier nicht bleiben. So, hier hört es jetzt dann tatsächlich auf. Und da wäre die Frage. Da wäre jetzt echt die Frage.
ob ich da hinten dann zumache. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich es hier lassen möchte. Also Provisorium haben wir gesagt, erstmal so aufbauen, dass man es nutzen kann, ne? Seid ihr überhaupt da? Habe ich euch zugeschaltet? Ich muss mich selbst kontrollieren heute. So, Agi, pass mal auf. Wir zwei müssen kurz Säulen anbringen. Fünfer Säulen baue ich noch. Das war doch ziemlich hoch gerade. Fünfer Säule, Fünfer Säule. Kurzer Moment. Wir sind ein bisschen langsamer, weil er noch baut. Noch 11 Pfeile, dann sind wir wieder die alten. Falsche Richtung. Hättest du Zeit sparen können. Da hättest du Zeit sparen können. Fünfer Säulen. Wie viel machen wir da? Ich laufe hier rum im Karussell, alter Schwede. Pass mal auf. Hau mal die Dreier kurz hier rüber. Dann sind wir ein bisschen leichter. Eine Dreier und 5 Fünfer Säulen. Dann habe ich's. Eine Dreier. Das waren die hier. Jawohl. Und das hier ist die Fünfer. Und da hätte ich gerne eigentlich 5 Stück gehabt. Jo, das reicht, Leute. Perfekt. So. Pass auf. Machen wir den Heiltrank hoch. Die Fünfer haue ich jetzt hier nebendran hin. Die brauchen wir jetzt gleich. Rampen haben wir genug. Dreier wäre noch da. Und das hier für den Mikroraptor. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der möchte nämlich diese besonderen Blumen. Dann haben wir auch ein schönes Level raus, wenn wir jetzt einen finden, ne? Jemand hat geschrieben, man kann sich an die dranhängen. Man kann sich an die dranhängen und dann gleitet man praktisch so wie mit dem Terrorbird, schätze ich mal, ne? Was hat denn eigentlich er für ein Level, wenn er die ganze Zeit schon hier... Ach, guck mal, die baden auch. Aber eher unabsichtlich, ne? 90er. So, mein Lieber, komm her. Hol mir gleich mal so eine Säule raus, dass ich sehe. Obwohl, da unten sind ja unsere Tiere. Da kann ja nicht viel verrutschen, wenn ich hier absteige, ne? So. Kurzer Moment, ich sehe ich nämlich gar nichts. Wow, ist es hoch. Wow, ist es hoch. Da kann ich ja fast noch eine Fünfer dran batschen. So. Jetzt habe ich hier eine Fünfer dran. Jetzt müssen wir mal wieder hoch. Kurz was gucken. Wahnsinn. Das sah gar nicht so hoch aus, oder? Ich bin mal gespannt, ob die Schlucht hinten tatsächlich noch heller wird heute oder ob ich da wirklich ausleuchten muss vorher. Okay, da hinten wird es... Doch, das haut hin. Und jetzt kriege ich nochmal noch eins hin, richtig? Okay, hier müssen wir dann wieder eine Säule. Machen wir in der Mitte jetzt die nächste. Dann hebt das wieder. Lumlilum, lumlilum. Das macht es auch nicht besser, Voucher. So, gib mir Licht. Wo war denn das Ding? Hier. Hier, dann würde ich hier die Fünfer Säule hinmachen, die nächste. Ja, hier. Und da können wir jetzt eine Dreier reinbasteln, oder? Lieber Alterle, da hilft jetzt nichts außer... Kann ich eigentlich die Fackel anlassen, während ich hier das mache? Ja, das geht. Also die musste dann nicht wegnehmen, das ist ja cool. Kurzer Moment, das machen wir jetzt fertig, Leute. Ich will den Rex heute oben haben. Zumindest die Tiere schon mal oben. Die müssen ja dann, von mir aus können sie noch streiten, aber wir müssen unten zumachen, dass da in Zukunft ein bisschen Sicherheit drin ist. Nimm mal die Dreier. Hau die hier rein, jawohl. Kommst du hier schon hin oder muss ich nochmal hoch? Du musst nochmal hoch. Hier ist was los. Ich mag die Stelle aber gerade und ich liebe das auch, dass hier momentan noch so ein paar Tiere spawnen, halt im Gebiet, bis wir das abgesichert haben und so. Da freue ich mich schon. Es gibt ein bisschen Action. Ja, so eine gemütliche Action. Taringa und Katsenga und jetzt dürfte es dann da hinten nachher wieder eng werden. Nö, passt. Okay, jetzt kann ich aber runterhopfen nochmal und kann es fertig zimmern von hier unten, ne? Ja, passt schon, Alterle. Entspann dich, mach's wieder mittig hin. Mittig war besser. Ja, da war's. Flutscht. Ohne Fundamente. Aber es ist ein Provisorium. Kann sein, wir müssen gleich nochmal Rampen bauen. Jo. Scheiße, jetzt bin ich unten. Oh. Igel. Igel, komm runter. Wie viele Rampen werden das noch sein, Leute? 1, 2, 3 würde ich sagen. Also 9 Stück, ne? Kurzen Moment. Wir warten kurz auf unseren Agi. Der uns versteht. Y, E und ab dafür. Fackel machen wir jetzt mal weg. Wir gucken nochmal drüben rein beim Spinno. Dann machen wir den halt morgen, also zum Einstieg der Folge, Leute, ne? Ich will jetzt hier auch nicht irgendwas reinpressen, kennt ihr ja. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier eine Chance haben, den ordentlich zu zähmen. Ah ne, das geht nicht. Das kannst du vergessen. Ich sehe ja gar nichts. Doch, jetzt würde ich ihn sehen. Jetzt würde ich ihn sehen. Ich muss da Lampen reinstellen. Das hilft uns alles nichts. Pass auf. Pass auf. Wo ist denn unsere gute Armbrust? 196 nehmen wir die. Fam, und ich ziehe es mal drauf. Der muss ja dann normalerweise. Gut, so wird es nix. Ich brauche auf jeden Fall Licht da unten. Oh, ich brauche sowas von Licht. Doch, jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn erstmal den Umriss. Zack, Nummer 1, ne? Ich schieße jetzt, sage ich mal, dreimal rein. Einfach mal, um zu sehen, wie der Torpor sich aufbaut. So, auf dem Rückenschild ist ja egal. Der hat bestimmt auch einen Multiplikator, könnte ich mir vorstellen.
Ja, guck mal. Also jetzt haben wir mit drei Pfeilen 1000. Da brauchen wir gar nicht so viel. Aber den machen wir morgen, Leute. Ich will vielleicht kurz mit dem Agi reinfliegen, eine Standfackel aufstellen oder so. Obwohl, jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn. Aber trotzdem, die Rampen sind mir jetzt erstmal wichtiger. Machen wir morgen früh fertig, Leute. Beziehungsweise mit der morgigen Folge, ne? Dann haben wir nämlich die Sachen. Ich sehe ja sonst nichts, wenn wir es nachts machen, ne? Also ich muss es schon in der Frühe. Den 10-Bereich da hinten, wenn wir den lassen sollten. Ich finde es gar nicht schlecht. Vielleicht baue ich da ein bisschen Licht rein und dann können wir von da oben ganz gemütlich die Sachen durchziehen, wenn wir Bock haben. Zumindest hat es mal den Anschein, also aber was taugt. Flugtiere natürlich noch keine. So, Dille, weiter geht's. Rampen brauchen wir nochmal. Ja, machen wir morgen ganz gemütlich einen Spinno. Unser erster, Leute. Ich freue mich auf den. Sattel müssen wir natürlich dann auch noch kümmern uns. Genau. Pass auf. Mach mal 10 Stück. 3, 6, 9. Die müssten eigentlich reichen. 10 Stück. Dann sind wir unten. Dann können wir den Rex hochmachen. Dann würde ich sagen, den bringen wir noch in den Redwood. Den verarbeiten, was sage ich schon? Den bringen wir jetzt in den Redwood noch zum Abschluss der Folge. Morgen steigen wir im Redwood dann ein. Dann bringen wir ihn rüber an die Zuchtstation. Könnt mir gut vorstellen, wir hitchen schon mal das Rex-Pärchen an. Und lassen einmal noch das Risiko, dass wir keinen Kibbel haben, durchlaufen. Wir brauchen die Rexe eh für den Boss, oder? Einmal würde ich noch gerne, weil bis wir alle Tiere haben, das dauert ewig. Und jetzt sind wir am Züchten gerade mal am Anfang. Sollten wir schon mal probieren, würde ich sagen. So, kurzer Augenblick. Eins noch, dann sind wir hier durch. Dann bauen wir das fertig, die Tiere hoch. Und schon haben wir da einen kleinen Haken dran. Und da freue ich mich aber auch drauf, dass wir das dann jetzt erledigt haben. So, da brauchst du jetzt nicht mehr schauen. Die Folge ist jetzt genau, wie sie sein soll. Lalali, lalala. So, pass auf, Leute. Die letzten Rampen. Hast du Deckenelemente jetzt gemacht? Das ist doch bescheuert, Voucher. Voucher, was ist los mit dir? Dich kann man nicht weglassen. Du findest ja gar nicht mehr ins Spiel zurück. Kurzer Moment. Jetzt haben wir bestimmt kein Matz mehr. Warte mal ab. Pass auf, was ich sag. Und? Drei Stück. Ja gut, dann bauen wir das jetzt so, dass ich zumindest hoch kann. Machen wir den Rest morgen, Leute. Ich farm vielleicht hier ein bisschen offscreen Stein ran und Holz. Je nachdem, dass wir da mal ein bisschen Material vorrätig haben, weil es ist echt nicht viel da. Mann, hast du Decken, aber die brauche ich ja früher oder später brauche ich sie eh. Passt schon, passt schon. So, meine Lieben. Flum, die Flum. Jetzt aber, jetzt aber. Dann bau zumindest die Mitte bis runter. Probier mal, ob es reicht. Nee, da brauchst du nochmal so Ding. Alter, da brauchst du nochmal Röhrle. Da brauchst du nochmal Dreier. Dreier brauchst du nochmal. Schauen wir mal. Das waren, glaube ich, die Fünfer hier, gell? Einser brauchen wir jetzt keine. Was ist denn das hier für eine Größe? Fünf. Die Dreier habe ich offensichtlich schon verholzt. Dann nehmen wir eine Fünfer. Kennen wir nix. Da kennen wir nix, Leute. So. Und jetzt müsste es theoretisch drin sein, dass wir zumindest den mittleren Steg runterbauen, Leute. Jawohl, passt, oder? Haben wir es super gemacht. Sieht super schön aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den hochkriegen. Also den Rex. So, pass auf. Ich laufe jetzt hier hoch und er müsste jetzt theoretisch, wenn er genau geradeaus läuft, mitkommen. Ja, unsere Bergziege. Habe ich doch gewusst, dass du es schaffen wirst. Perfekt. So, dich bringen wir gleich in Redwood. Ich will nur den Stego noch hochholen, weil der saust da unten noch rum alleine. Stegoslavka, unser Lieblingsstegosaurier, der einzigste. Ja, komm, Alte, komm her. Dir besorge ich bald ein Männle. Ich hab's schon im Auge, nämlich. Warum macht ihr jetzt so? Ich hoffe, dass das der Stego ist, der gerade so einen Lärm macht. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie, die Süße. Ja. Und jetzt hier rum, Meutle. Hier rum, bis hierher und dann ziehe ich dich da LKW-mäßig rüber. Jawohl. So, und dann bin ich jetzt schon los. Beim Rex hat es auch geklappt. Das klappt bei ihr bestimmt auch. Na? Ja, hast dir beim Rex abgeschaut, sei ehrlich. Da kommt sie, Leute. Da sieht man auch die Tiere schön, wenigstens tagsüber, ne? Weil da unten ist so dunkel. So, meine Lieben. Die Tiere sind hier. Dann machen wir da unten eine Türe hin, dass eben nichts anderes mehr hoch kann. Seitlich vielleicht ein bisschen zumauern, nicht zu extrem. Dann ist das hier oben eine sichere Zone erstmal. Was soll hier groß hochkommen? Und dann können wir weitermachen. Oh, schön. Schön. Jetzt pass auf. Ihn hier. Du kommst mal mit zum Teleporter, bitte. Dich nehme ich gleich mit rüber, nämlich.
Knappe Geschichte. Einen Schritt will ich noch hören. Stopp, stopp. So, Leute, ab in den Redwood. Finde Dinos, teleportieren in den Redwood. Den müssen wir natürlich noch umsetzen im Redwood. Der ist immer noch auf dem Baumhaus. Und wir möchten ja natürlich, dass die Tiere nicht jedes Mal vom Baum raus runterhüpfen müssen. Ne? So wie jetzt zum Beispiel. So, Leute, hier machen wir morgen weiter, würde ich sagen. Dann schauen wir mal drüben uns kurz um. Wie sieht es mit den Eiern aus? Haben die alle noch was zum Fressen, unsere Rexe drüben? Dann bringen wir ihn mal an den Hitch oder sie. Zusammen mit dem stärksten Tier, das wir haben. Dann probieren wir noch einmal ein Baby zu machen. Hoffen natürlich drauf, dass wir keinen Kibbel brauchen werden. Und ich bin auch bis morgen wieder einigermaßen frisch. Ich habe noch ein leichtes Schlafdefizit. Das hole ich jetzt nach. Und zum Wochenende sind wir dann wieder die Alten. Und dann geht es hier ganz gemütlich weiter. Drüben natürlich die Tiere noch zähmen, die offen sind. Den Greif, den Stego und den Spino. Und dann schauen wir mal, dass wir die ersten Schmieden uns aufbauen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Eisen besorgen mit dem Ankylosaurier. Eine Kombi-Runde will ich noch machen demnächst. Und dann geht es hier weiter. Zu tun haben wir genug. Hier freue ich mich sehr drauf morgen. Ah, guck dir das an. Alter, wir haben hier einen Haufen Rexe. Oh, da freue ich mich drauf, die morgen durchzuschauen. Wir machen auf jeden Fall ein Baby mit ihr. Welchen Wert hast du nochmal gehabt? Wo ich so begeistert war. 440. Der Nahkampfschaden, der war super. Und ich würde gerne schauen, dass wir ein Tier bekommen mit diesem Nahkampfschaden als Basis. Mit dem höchsten Leben, das ein anderes Tier hat. Und dann würde ich gerne ein drittes reinmischen mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Und wenn wir da ein Baby haben, das wird mit Sicherheit ein Hammertier. So, Leute, ich freue mich auf morgen. 17 Uhr bin ich wieder hier zur Daily Dosis mit der... Rechne. Samstagsrunde. Dann haben wir schon Wochenende. Und dann schauen wir mal rein. Wobei ich am Samstag auch im Büro bin. Aber nicht allzu lange. So, Leute, bis morgen.